das mal ein bisschen leiser. So, ja, habe ich ja vorhin gerade gesagt, wir wollten nochmal bei Unity reingucken. Ich jedenfalls möchte nochmal ganz kurz bei Unity reingucken. Jetzt machen wir nochmal kurz hier zu. Was ich bis jetzt gemacht habe, wie gesagt, wir hatten das ja schon mal beim letzten Stream schon mal angefangen, das Ganze. Sah nicht so schön aus, fand ich. Ich mute ihn mal ganz kurz, ihr habt ja gehört, also Sound habe ich schon eingebaut. Allerdings muss ich das hier unten vertauschen, also ändern. Das werden wir jetzt mal machen. Denke ich mir. So. So, wir werden das Ganze jetzt mal ändern. Ich habe hier ein Combat Canvas System aufgebaut im Endeffekt. Wir haben jetzt hier die Gegner. Das heißt, das Ganze... Na, nicht so. Mach sowas nicht, mach das so. Genau. Wir haben jetzt hier die Enemies. Also, das Ganze... Können wir jetzt hier drüben hinpacken. So. Ist natürlich alles, wie gesagt, nicht... Final, das kommt dann hier hin. Und den ollen Slider, den packst du da unter, dann ist das nämlich auch okay. So, und jetzt müssen wir folgendes machen. Jetzt müssen wir das Ganze ein bisschen umbauen. Jetzt müssen wir mal schauen. Das ist in Ordnung. Das hier ist nicht in Ordnung, weil das muss im Endeffekt weg. Und dann muss das so gebaut werden, dass wenn wir jetzt den Slider muss, warte mal, machen das mal da unter, ja, den jetzt anmache, dann passt das. So, das Ding ist, wenn wir jetzt auf einen von den Burschen darauf klicken, dann müssen wir mal hier bei Enemies reingehen. Da habe ich nämlich sowieso noch ein Problem. Gehen wir mal kurz zurück wieder. Mal da rein und dann mach doch mal das Ding hier an. So, mach mal Play. Ist halt noch ziemlich groß, ne? Also wir haben da schon ein bisschen, ich habe das ein bisschen reduziert, das Ganze. Aber mal auf 0,3. 0,3. So, also ich denke mal, das ist besser. Können wir später immer noch ändern. So, die ebenfalls 03, 03, 03. So von der, vom Scale her, ja. So, und jetzt möchte ich Folgendes machen. Jetzt gucken wir mal ganz kurz, was ist der Damage. So, wenn ich jetzt hier rauf gehe, also quasi ich klicke darauf. Aber wir gucken mal. Wir schauen mal. Also. Dann habe ich den. Mache ich den. Das ist natürlich klar, weil ich muss jetzt natürlich die anderen ihn alles also quasi ausmachen. Müssen wir denn auch den drin haben? Und natürlich auch den. So, machen wir erstmal eins fertig. So, da haben wir den natürlich. Da muss der rein. Dann musst du den da reinnehmen. Die müssen nicht active sein, die müssen natürlich aus sein. Jetzt machen wir das gleiche hier. Da. Den hast du, das ist klar. Dann machen wir hier den noch rein.
dann machst du uns... Hier muss der rein. So, dann hast du den. Der muss deaktiviert werden. Lass mal gucken jetzt. So, also unsere Monster. Jetzt wähle ich aus. E1. Ist okay. E2 ist auch okay. Halten geht er gar nicht an. Warum nicht? Achso, wir haben das ja. Alles klar. Wir müssen natürlich jetzt hier den Weg sowieso rausnehmen, weil das Quatsch ist. Nimm den auch hier raus und nimm den auch erstmal hier raus. So. Das müssen wir, glaube ich, ganz anders bauen. Na, wir gucken mal. Das ist der an, der loopt auch, das passt. Der bleibt natürlich an, ist klar. Okay, das ist schon mal okay so. Das heißt, wir müssen das Ganze anders bauen. Das heißt, er geht... Wir fangen jetzt erstmal hier mit einem an. Erstmal ein Event. Select. Nennen wir das. So, das ist Select. Genau. Das heißt, das erstmal sowieso nach unten. Müssen wir sowieso anders bauen. Weil das ja eh immer andere Gänge sind. Muss halt anders gebaut werden, warte mal. Also wir werden immer drei Gänge haben. Oder ein. Also mehr als drei mache ich jetzt hier nicht hin. Also nicht mit zwei Reihen, sondern wir arbeiten nur mit einer Reihe, weil wir ja auch noch hier Bilder und sowas drin haben. Das ist klar. Ist aber Quatsch, wenn die Dinger hier drin sind. Diese Select-Dinger. Die bringen die Monster ja mit von Hause aus. Da sie verschiedene Größe haben, müssen sie sowieso von Hause aus mitgebracht werden. Das heißt, das ist klar, das ist auch klar. So, die Dinger, wie gesagt, fliegen erstmal raus. Dann müssen wir hier was Neues erstellen, eine neue FSM nehmen. Machen hier Selection. Dann machen wir... Auf jeden Fall erstmal ein Event. Select. Und wir machen Start. Phase. So. Er ist Zipper. Den werden wir auch mal umändern. Enemy 1. So. Mal gucken. Startphase. Select. Cool all true. Select. 3D. Enemy halt, ne? Das so select every frame. Dann hier Game Object Activate Game Object, ja, aber ein
Specific, nämlich den Diamond. Der soll aktiviert werden. Past Action. So. Nun ist die Sache, nun muss halt Bool non-true gemacht werden. Startphase, every frame. So, das heißt, hier dann müssen wir das auch nochmal umändern. Erstmal gehst du auf Select, dann kann der rausgemacht werden. So, dann ist das schon mal weg. So, überlegen. Das ist richtig. Hit-Position. Set. Bool. Hallo. Move to the top. Ist erstmal an. Dann hat er ihn ja ausgewählt. Dann hat er ihn selected. Müssen wir, glaube ich, ganz anders machen. Genau, wenn er ihn jetzt selected hat, dann machen wir noch ein Activate Game Object Attack. So. Wählen wir den ersten aus, dann kriegen wir das. Wenn ich jetzt darauf drücke, passiert natürlich noch nichts. So, dann muss ich natürlich gucken, wenn ich jetzt sage, ich drücke auf 2. Ja gut, dann kämpft er, ist klar, weil das noch der alte ist. Ja, das Füllen ist auch klar alles. Mal hier wieder zurück. So, jetzt hat er den ausgewählt. Müsste aber eigentlich wieder zurück. Wenn ich jetzt einen anderen auswähle. Ist eigentlich Get-Button. Last Pointer Event Data Input. Nee, das brauche ich nicht. UI-Button. UI-Button Array. Click Event. Nee. Das ist Quatsch. Wir müssen hier noch ein eigenes System bauen. So. Erstmal müssen wir die Buttons machen, dass wir das selektieren. Das heißt, die ganzen Sachen kommen erstmal aus. Genau. Das heißt, wir brauchen E1 Event, E2 Event und ein E3 Event. Wir brauchen eine Startphase.
E1. E2 da unter. E3. So. UI-Button und Click-Event. Und zwar E1, dann zu E1. E2 zu E2. Und E3 zu E3. Dann brauchen wir die beiden. Die müssen wir dann hier reinpacken, falls er das sich, also da, falls er woanders hinklickt. Genau, dann brauchen wir das und das. Genau, und dann brauchen wir die beiden hierfür. So, machen wir Maximizer aus. So, dann haben wir hier E1, E2, E3. Genau. So, dann müssen wir halt eingeben. Die Selection. Das haben wir zwar jetzt so gemacht. Müssen wir anders machen. Variablen. Gehen wir die Global Variablen. Genau. Kannst du rauslöschen. Müssen nämlich neue machen. Select 3D 1. Genau. Kopieren das Ganze. Bringen das hier hin. So, select 3D 2. Genau. Dann ist das der. Und hier ist das der. So. Okay, zack, zack. Das passt. So, dann kopieren wir das. Pass Component as new. Und hier ist das Select 3D3. Genau. So, ich glaube, ich habe das da oben vergessen, ne? Nee. Gucken wir nochmal schnell sicherheitshalber durch. Das passt. Alles klar. Speichern wir mal ganz kurz ab. Jetzt machen wir Folgendes. So, jetzt sagen wir hier Set Bool Value. Move it to the top. Das ist an. Das ist dann aus. Dann dafür ist der an.
Bam, 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 bam. Dafür ist der aus. So, Moment. So, der ist aus. So, dann haben wir hier 1. Nein, das muss 2. 1 ist an. Hier muss 2 an. 3 ist aus. Und hier ist das aus und das ist an. Und hier müssen alle ausgemacht werden. Okay. Dann saven wir das Ganze mal. Machen mal auf Maximize. So. Warum sind jetzt alle an? Hä? Warte mal, die Dinger sind alle aus, ne? Ja. Der muss aus. Hier muss er an. Select. Genau. Muss aus. Okay. Muss aus. Okay. So, jetzt sollte das passen. Maximize. So, passt, ist ausgewählt, okay. So, wenn ich jetzt was ausgewählt habe, na, also gehen wir zurück hier auf Enemy. Dann möchte ich Folgendes eigentlich auch noch haben, dann möchte ich den Attack-Button. Möchte ich gerne den Attack-Button haben. Das heißt, dieser hier sieht irgendwie gerade nicht so schön aus, finde ich. So, was egal. Bringen wir ein bisschen runter hier. Machen wir so ein bisschen mittig. So. Den möchte ich dann haben. Der hat Folgendes hier mit Attack. Das machen wir nochmal kurz aus. Machen erstmal Stück für Stück, dass wir das erstmal hinbekommen, dass er erstmal überhaupt angeht. So, das heißt, wenn ich jetzt hier bin. So, Set. Oder nee, Moment. Activate Game Object. So. Move to the top. Jetzt machen wir den an. Genau. So, je nachdem, welches er drücken möchte, also der Spieler halt. Jetzt gucken wir mal ganz kurz. So, wir haben jetzt hier die Dinge. Und dann habe ich hier meinen Attack-Button. Warte mal. Slider, Handle. Mal kurz den Teil hier nochmal an. Handle kann weg. So, Tag nochmal raus. Also, wenn ich jetzt drauf drücke, passiert dann natürlich gar nichts. Ist aber auch vollkommen richtig. So, weil jetzt müssen wir unseren Attack hier noch ein bisschen was beibringen. So, dann haben wir das hier. Jetzt müssen wir Folgendes machen. Den löschen wir mal raus, das brauchen wir jetzt nicht. Beziehungsweise doch, geh mal zurück. Open Enemies, nein. Nimm mal das raus.
Jetzt wollen wir Folgendes machen. Jetzt wollen wir erstmal abfragen, welcher gedrückt wurde oder was. Würde ich sagen. Das heißt, wir müssen auch hier E1, E2, E3. So. E1. E2. E3. So, jetzt gehen wir erstmal natürlich hier. Zack. Use own itself. Open enemies. Dann, Bool, all true. So, dann zu E1, every frame. Dann zu E2. Und der dann dahin. So, zack, 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 geht der überall durch. Jetzt müssen wir Folgendes machen. Jetzt müssen wir mal kurz gucken. So, Enemy 3D. Genau, und jetzt müssen wir den nämlich hier setten. Set Game Object. So, Enemy 3D. Da haben wir nämlich hier den. Oder wir haben den. Müssen wir auch nochmal umändern. Später müssen wir das noch ein bisschen anders machen. So. So. Also erstmal fragt er halt ab. Bap, bap, bap. Und dann kommt hier noch hin ein Next Frame Event danach zum Button Press. So. Na, ich bin gespannt, was wir hier zurecht gebastelt haben, Leute. So, da ist er. Ich mache jetzt da. Den habe ich. Dann müsste er jetzt den angreifen. Active Game Object Enemy. Schon mal scheiße. Komm schon mal weg. Nochmal. E1 ist ausgewählt. Move towards player. Aha. Hit position enemy. Haben wir natürlich auch noch nicht festgelegt. Deswegen kann er, weiß er ja gar nicht, wo er hinlaufen soll. Und zwar Hit Position Enemy. So, ist dann auch die Hit Position. Und ist dann diese Hit Position. So, nur aber. So, E1. Läuft hin, macht, geht wieder zurück. Perfekt. Jetzt mache ich mal E2. Leiste ist voll, ich darf also. Ah, funktioniert auch. Jetzt machen wir den nochmal. Passt auch. Der ist auch tot.
Sehr schön. Okay, müssen wir noch was, müssen wir noch ein bisschen was bauen, ne? Und zwar müssen wir. Erstmal bei. Müssen wir noch eingeben, wenn der tot ist. Dann soll er nicht mehr selektiert werden. Also, dann brauchen wir E1 dead E2 Quatsch E2 dead und E3. So, die kommen daneben hin. Bob, E1 dead. Und E3. Na, was machst du denn da? So. 2 tot. 3 tot. So, das heißt, wenn E1 tot ist, Folgendes machen, das ist ja hier der Dings, auch wieder Activate Game Object, Spezifik, E1 ist raus. Dann werden wir Folgendes machen, das werden wir gleich mal ausprobieren. Kannst du rausschmeißen hier. Folgendes machen bei ihm hier. Damage dead. Machen wir destroy Object. Und zwar das Teil. Zack. Wird destroyed. Das andere wird also deaktiviert, der erste. Und hier müssen wir auch dann New E1 3D Dead. Okay. Dann gehen wir wieder zurück hier hin. Action. Bool. So, gucken wir mal, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. So, wir greifen an. Zack. Passt. Jetzt warten wir wieder, dass unsere Linie da voll ist. Jo, jetzt dürfen wir wieder. Er ist tot. Und E1 verschwindet. Nun ist er noch selektiert, ne? Das heißt. Das heißt, wir müssen. Select 3D1. Moment.
So. Das heißt, die müssen wir auch noch ausschalten. Also nochmal das Ganze. Passt. Ah, wieder warten. Attack. Zack. Ist tot. Und jetzt dürfte ich ihn eigentlich nicht mehr angreifen. Ne, jetzt kann ich ihn auch nicht mehr angreifen. Das passt. Jetzt kann ich aber den zweiten. Wenn ich jetzt hier den zweiten auswähle oder den dritten, passiert gar nichts. Ist natürlich klar, dass wir das hier auch einbauen müssen. Wir werden mal ganz kurz den Schaden mal ganz kurz hoch machen von unserem Schwert. Moment. Ach, oder ist egal, wir lassen das so. Passt schon. Also nochmal. Passt. So, ist tot, ist auch raus. Okay. Jetzt können wir den anwählen oder wir können den anwählen und halt angreifen. Okay, passt. So, das heißt, wir müssen das bei den anderen natürlich auch noch alles einbauen. So, das heißt, wir kopieren das Ganze hier, packen das alles natürlich hier rein und sagen, hier natürlich ist das E2. Dann ist die aus. Und du kannst dann hier so machen. Packen wir das hier auch gleich rein. Und das ist dann Select 3. Und hier machen wir E3 und hier so E1, E2. Jetzt lass ich mir kurz überlegen. Hat er das fertig? Das hat er. Und hier muss jetzt, genau. Haben wir noch gar nicht gebaut. Aber es ist okay, das machen wir gleich. Und zwar müssen wir hier rein, bei Damage reingehen. Moment. So, E2-3D-Dead. Kopieren wir gleich. Dann machen wir das hier auch gleich rein. So. New Global Variable. E3. Alles klar. So, dann nochmal ganz kurz zurück. Irgendwas haben wir noch vergessen. Destroy, genau. Hier den Diamanten. Moment. Da fehlt noch was. Mal ganz kurz hier reingehen. Ja.
Scheiße. Ich wusste doch, dass ich die irgendwo reingepackt habe, wo sie nicht gehört, glaube ich, oder? Nee, das ist richtig. Na gut, machen wir erstmal weiter. Finden wir schon das Problem. So, hier haben wir jetzt gesagt E2 und hier haben wir gesagt E3. Das. So, jetzt werden wir uns das gucken. 2, 2, 3. Ja. Wieso sagt er, ich habe die hier zweimal drin? Lädt er das hier wieder nicht richtig oder was? Ah ja, okay. Wird schon passen. Wird schon schief gehen. So, gucken wir mal. So, hier sind wir. Dann greifen wir erstmal den an. Das passt. Jetzt nehmen wir uns den anderen zu Brusta. So, und wir gucken, dass wir das mit der Farbe ändern. Also wenn das voll ist, dass er dann... Weil wenn er voll ist, kommt der Attack. Mal gucken. So, das Ding ist tot. Außerdem haben wir noch zwei drinne. Okay. Ich bin ja total verrückt. Alles klar. So, jetzt. Das ist übrigens der Grund, warum ich lieber mit Dings hier, mit Playmaker programmiere, als halt in C-Sharp, weil ich hier sofort sehen kann, wo das Problem liegt. Also wenn ich mich jetzt hier durch zig Lines von Codes da irgendwie durchballern muss. So, komm, jetzt kann ich den auswählen. Wieso ist der jetzt verschwunden? Doch auch schon wieder hier nicht. Ist auch schon wieder Quatsch. E2 dead. Hier gerade das Problem war. Also er funktioniert ja hier. So, dann haut er ein paar vom Latz. Könnte jetzt hier noch durchwechseln. Ah, wenn ich jetzt hier hingehe, dann geht er automatisch darüber. Warum? Dann gehst du dann automatisch darüber. So, kann er gestorben. Er ist auch noch nicht tot. Tot. Der lebt noch. Moment. Yes. So, dann greift ihn jetzt an. Geht zurück.
Wieso? Moment, 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 Moment. Erstmal nehme ich den ganzen Quatsch raus. So, dann. Hier ist die Dings drin gewesen, der Quatsch, was ich vorhin gesagt habe. Nicht da hinten, was er uns angezeigt hat. So, jetzt sollte er da passen. So. Jetzt kann ich hier durchwählen. Wie ich lustig bin. Jetzt machen wir erstmal den hier weg. Zack. So. Jetzt gehe ich hier wieder rüber. Dann machen wir erstmal den ersten weg hier. So, der ist tot. Der ist auch verschwunden. Passt. So, ist auch tot. Dann haben wir nur noch den. Okay, dann sind natürlich alle tot. So, sehr schön. Dann haben wir das. Dann lass uns noch ein bisschen was ausprobieren. Passt auch. Also alle mal durchzwitschen. Okay. Jetzt den Burschen. Das haben wir dann auch. So, jetzt machen wir noch ein bisschen was. Jetzt gehen wir mal hier rauf auf die Dinger. Mal hier Text, dann suchen wir mal Pixel Font erstmal und erstmal hier eine Mi Pixel Font 1. Ja, sieht besser aus. Bloody. Okay. Bam 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 bam. Wenn ich jetzt doch Pixel von 2 haben will. Okay. Mal 15. Okay, machen wir hier wieder. E1 rein und hier auch ist auch okay. 15 15
15 passt. So, jetzt, warte mal. Jetzt hätte ich aber gerne hier so einen Button. So. Nochmal den hier rein. Wie sieht das aus? Nicht alles so doll aus, ne? Oh doch, hier Button 1 sieht gut aus. Okay, dann das gleiche hier. Und hier auch. So, dann haben wir das. Dann gehen wir mal wieder da. Das, das. Okay, das haben wir schon mal so. Jetzt machen wir mal Folgendes. Machen hier auch. Ja. Wo bin ich jetzt? Bei 1 nehmen. E1. Habe ich jetzt da geschrieben. Am besten, dass wir kopieren das einfach. Geht das auch schneller. So. Und hier das gleiche nochmal. Das ist aber dann E3. So, was will ich denn jetzt überhaupt machen? Also. Set Text. Use Owner. New Global Available A1. Nee. So, genau. Gehst du mal hier hin. A2. Nehmen. Hier das gleiche, nur halt mit E3 nehmen. Gut, dann haben wir das. Jetzt gehen wir mal hier hin. Set Data E1. Nein. Was tust du? FSM, Mensch. So. Set String. Da ist es doch. Na, das ist doch super. Das ist doch gut. So, hier müssen wir natürlich das gleiche auch noch machen. Also das heißt, wir kopieren das Ganze.
passen das als neu, auch hier. Manchmal ist das so, manchmal drückt man irgendwelche Knöpfe und dann geht das. So, hier müssen wir jetzt die Variable E2 nehmen und hier brauche ich die Variable E3. So, sonst müsste er hier jetzt hier Zipper Mount stehen haben. Gucken wir mal. Genau. Zipper Mount steht da. So. Könnten wir hier noch ein Bild hinnehmen später? Hier so ein Bild von den Gegner. Mal durchwählen. Machen wir das Bild hin. Und dann, oder erstmal überhaupt die Dings. Die Lebenspunkte. Oh Gott, gut, kriegen wir hin. So, zack. Krieg da ein paar. Gleich nochmal. Und tot. Passt. Das heißt, dass unter den ganzen Gedöns brauchen wir noch einen. Machen wir erstmal einen Text. Ja, machen wir einen Text hier hin einfach. Ist ja erstmal nur zum Testen. So, Text Color, mach mal weiß. Mach mal. Pixelfront 2 ist okay. Wir gucken mal kurz die Zahlen. Sieht nicht so gut aus. Mit Zahlen sieht das nicht so gut aus. Schon besser. Okay, dann brauchen wir 3 Stück davon. Das heißt, wir machen hier nochmal ein Empty. Das ist dann quasi helfbar. Helfbar. Simple E1. So, das heißt, hier kommt der hin. Das ist Start Live. E1. Dann machen wir hier mal spaßenshalber 100. Einfach nur so, weil wir es können. Dann duplikieren wir das. Nennen das einfach so, weil das auch nur das sein wird. Was kommt denn hier hin? So, und dann duplikieren wir das und setzen das da ein. Das ist dann aber nicht Start Live, das ist Current Live E1. So. Dann müssen wir hier die Daten noch setzen. So, wir haben. Oh Gott. Damage. Wir haben gesagt, er hat 10 Leben. Das heißt. Wir machen hier Set Integer Value. Das sind 10, haben wir gesagt. Beziehungsweise ja doch, machen wir so. Start Live E1. So. Dann get FSM Integer. Current Life 1 every frame. Und dann machen wir Folgendes. Get current life and setup. So,
Ja. Weiß ich auch noch gerade noch nicht so richtig, wie ich das am besten mache. Am besten ist ja, der ist ja eh angewählt. Haben wir den schon als Dings gesetzt? Als Enemy 1 in der Selection? Den haben wir. Haben wir hier gesetzt, oder? Bei Selection. Genau. Also ist er. Quatsch. Variablen kommen raus, wir machen globale Variablen. Genau. Dann machen wir Current Live 1. Und Live Points E1. So. Und hier machen wir dann Set String Value. Beziehungsweise String Convert. Integer to Float oder so. Speichern das ab als genau. Every Frame. Und hier dann, so machen wir das. So ist das gut. So finde ich das gut. Das hier kopieren wir einfach mal. So, das ist dann die Life Points. Beziehungsweise Health. So, schauen wir mal. Genau, 10 von 10. 10 von 5. Beziehungsweise, ja. Okay, ist tot und dann ist es auch weg. Müssen wir nur das mal ganz kurz umändern. Beziehungsweise hier die 5. Hier machen wir mal kurz 10 rein. Dann machen wir hier mal kurz 0, 0.
Also so denn, wenn denn. Okay. So, und jetzt sollen wir das machen, nur wenn wir den ausgewählt haben, dass er das macht. Also das aus. Den Namen kann er machen. Das heißt... Das heißt, bei E1 das dann helfbar angeht. Und hier ausgeht. Und dann genau das Gleiche. So, 10, jetzt geht's aus, geht auch aus, ist an. Gut. Dann... auch auf 0. So, dann haben wir das. Genau, machen wir erstmal so, dass die Dinger aus sind. So, das heißt, am besten ist das nach oben machen. So, 1, 2, 3. So, wenn ausgewählt, dann die bitte an, die aus. So, hier, genau, die aus. Und die beiden. So, die ist aus. Die ist an. Die ist aus. Sollen wir schauen?
So. So, müssen wir noch die Life Points festlegen. Am besten ist, machen wir gleich. So, dann haben wir das auch. Und dann gehen wir mal wieder zurück hier zu unserem Burschen. Schauen wir mal. So, 10 von 10, 10 von 10, 10 von 10, das passt. Jetzt greifen wir mal an. Okay, 10 von 5. Das kann ich durchwechseln noch. Okay. Ist tot. Ob wir das mal andersrum hätten bauen müssen?
ob da vorne das hätte ran müssen. Also. Ich fürchte ja fast, ne? Ist aber nicht weiter schlimm, würde ich sagen. So, mal gucken. Ja. Macht mehr Sinn, ne? So, mal gucken. Okay. Passt. Okay. Und wieso konnte ich jetzt gerade den zweiten nicht auswählen? Mhm. Also noch ein Bug. Mal gucken.
Das war eher so, ne? Gut, dann haben wir das auch schon mal soweit. Hier würde ich mal ganz gerne mich noch beimachen. So, und das Ganze dann so. So, schauen wir mal. Ja, sieht doch vernünftig aus. So, das Ganze mal hier ein bisschen aufräumen. So, das Level-Design. Das resetten wir gleich mal. Bam, 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 bam. Das sind die Trees. Hier doch sicherlich auch, ne? Ja, hab ich mir schon fast gedacht. Kommt da rein. Das sind Rocks. So. Dann haben wir das. Das ist auch klar. Combat System. Da kommt denn das auf jeden Fall rein. Packen wir auch da rein. Die sollen ja später durchgewürfelt werden. Zahnpack
packe ich auch da rein. Windzone rein. Claire kommt im Combat. Das da rein. Das da rein. Und das auch da rein. So, dann haben wir gleich mal hier ein bisschen aufgeräumt. Jetzt machen wir das mal aus. Jetzt. Oder das? Nee. Ist das alte System noch? Das ist es, ne? Das ist Level 2D. So, lass uns mal gucken. Dann werden wir jetzt mal Folgendes bauen. Haben wir nicht noch irgendwas Schönes? Hier Testschild. So, lass uns mal ganz gucken, dass wir hier, genau, wieder mal hier so ein Teil. Das Teil hier, genau. Das will ich haben. Testschild. Duplikat. Test. Fight Arena wird das. So. Genau, das mit dem Trigger, das nehmen wir dann auch noch gleich später. So. Was machen wir hier hin? Also, wollen wir nicht so weit laufen, ne? Wir sind ja von Hause aus etwas faul. Diesmal hast du keinen Box Collider drin. Brauchst das auch nicht. Den ja. Allerdings. Mal das ein bisschen größer machen. So. Das heißt also, sobald er da reingeht, gucken wir erstmal. Ob das so wird, wie ich mir das vorstelle. Ja. Aber hier, wenn wir jetzt mal Arena machen. So. Das brauchst du nicht. Brauchst du auch nicht. Brauchst du auch nicht. Brauchst du auch nicht.
So. Später werden wir das anders machen. So, das ist mal das hier unter. Das alles aus. Schauen wir mal. Genau. Dann machen wir das noch anders, damit er da noch ein bisschen hübsch ist. Ist ja doch irgendwie instant rübergegangen, ne? Finished. Vielleicht mache ich mal hier Time von 4. Okay, fürs Transition werden wir uns noch was anderes einfallen lassen, denke ich mal. Natürlich noch gucken, dass wir dann auch wieder zurückkommen. Das heißt, Combat-System. E1 muss tot sein, E2 muss tot sein und E3 muss tot sein. Dann back to 2D. So, und hier machen wir dann Folgendes. Hier wird dann activate
Game Object. Genau. So, das Combat-System auf jeden Fall. Also Level-Design. Combat-System. Die muss wieder an. Dann gehen wir nochmal an. Das machen wir nochmal aus. Machen wir nochmal aus. Gehen nochmal rein hier. Testfight Area. Activate, activate. Destroy self. So, schauen wir mal. Dazu klappt, was wir uns hier vorstellen. So, gehen hier rein. Zack, da sind wir. Wählen den ersten aus. Okay, wir haben noch das zweite Schwert da jetzt in der Hand, aber ist egal. So, jetzt sind wir hier. Aha, da macht er natürlich alles an, soll er natürlich nicht. Prinzipiell ja, hat es funktioniert soweit. Bis auf... So, ich denke mal so... Ist das optimal? Passt. Gut, und dann können wir wieder rumgehen. Das Ding ist allerdings, wir müssen hier noch was anderes reinmachen. Wir müssen nämlich hier finished machen. Dann machen wir hier noch ein Weed rein. Jetzt haben wir von zwei von mir aus. Hier ist auch noch ein Fade-In. Ein Fade-Out. Dann gehen wir rüber zu dahin. So, ich denke mal, das wird der letzte Test auch jetzt hier werden. So, da sind wir. So. Ist auch tot. Jetzt wählen wir den nächsten aus.
hacken den auch auseinander. Mach mal ruhig 5. Hier auch. Wenn nicht sogar 10. Aber wir probieren nochmal mit 5. Ich mache auch hier mal, ich mache mal Folgendes. Wir machen mal Brezel hier. Brezel mal aus und wir machen mal hier. Mal mit Sound. Super. Das war ja nicht verkehrt. Ja. Cool. 5 ist okay. Wir werden später noch irgendwie Animationen drin haben, dass das Ganze soweit ja quasi fertig ist. Bam, 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 bam. Pass auf. Hier wollen wir noch was reinbauen. Ja, später wird das alles mit Prefabs und alles ganz schick werden. Jetzt erstmal. Jetzt ist es erstmal nur Klatte, alles, was ich jetzt hier mache. So, jetzt müssen wir mal gucken hier. Game Music Pack. Oh, nee. Schon nicht schlecht. Das ist mehr so Novel. Nee. Na, ist zu schnell. Ist mehr für die Stadt. Was haben wir hier noch? Nee. Was haben wir hier? Wir nehmen dit. Ja. Soundholder. Machen wir unter der Main-Kamera. Hm.
sehr schön, würde ich sagen. Okay. Ich bin zufrieden. Erstmal so mit dem, was wir hier haben. Unsere kleine Spielwiese. Nee, wie gesagt, ich bin echt zufrieden. Also ist wirklich okay. So erstmal für den Anfang kann ich mit leben. Ich werde auf jeden Fall nochmal gucken, dass wir auf jeden Fall irgendwie nochmal einen besseren, also irgendwas anderes hier, wenn es in Kampf geht. So wie man es von Final Fantasy kennt, wo auch dieser Bildschirm so auseinander bricht dann quasi so das Bild. Da werde ich mir noch was einfallen lassen. Da werden wir nochmal gucken, was wir da finden. Aber prinzipiell bin ich damit schon zufrieden. Ich muss mal nur mal was gucken, ganz kurz. Hier. Duplicate. Yes. Nein. So, jetzt will ich mal was ausprobieren. Also, nein. Okay, müssen wir mal anders machen? Nein. Machen das mal anders. Wir machen mal. So. Hab ich mir gedacht. Das wollte ich nämlich testen. Also es lag einfach daran, dass Playmaker GUI muss halt da sein. Gut. Reicht für heute. Reicht für heute. Ich wollte noch mal ganz kurz was gucken. Was haben wir gedacht? Package Manager. Unity. 2D Animation. Pixel Perfect. Nein. Sprite Shape. Da muss ich nochmal nachgucken. Es kann auch sein, dass ich das Ganze nicht in High Definition, sondern in der Lightway Render Pipeline pack. Warte mal, Tegel brauchen wir später auch. Das ist mir klar. Borders Physik. Stimmt. Später sicherlich. Ah, come on. Es gibt nämlich auch, ja, hier Lightweight Render Pipeline garantiert, darunter läuft das wahrscheinlich. Das ist nur auf der Lightweight Render Pipeline wahrscheinlich hier mit den Dings hier sein wird. Sag mal schnell, mit den 2D Licht quasi. Kann ich mir vorstellen, weiß ich nicht. Kann ich mir aber vorstellen. Kann hier nochmal durchgucken. Effects. Nee, da ist nichts mit bei. Physik 2D, nein. Rendering. Light, aber ich glaube. Direction Light. Ja, das ist sie natürlich Jacke wie Hose. Da muss ich nochmal gucken. Ich denke mal, da werden wir sowieso, wir haben jetzt momentan Standard-Build-In, dass wir Render-Pipeline später nehmen werden. Dann werde ich wahrscheinlich auch, dann werden wir auch das mit den grafischen Sachen noch ein bisschen besser machen. Also jedenfalls hier so in unserer Test-Area quasi das Ganze. Na, also das ist ja jetzt hier momentan unsere Test-Area. Genau. Da hatte ich dann hier die Teil
Platte eigentlich Gras gehabt? Ja, warum habe ich das jetzt hier? Ah, Gras, hier ist es, genau. Dann kannst du das hier ranpacken zum Beispiel. Oder da oben ran. Oder was auch immer. Packen wir das einfach mal da so hin. Ja. Ja. Noch ein paar Blümchen rein. So, und dann nochmal ein Vierer. Fertig. So. Und den Vierer. Dass er auch gleich mal fertig ist hier. Den Dreier rein. Und hier noch ein Zweier, dann ist das gut. So, und da drüben. Hauen wir das hier ran. So. Den so. So. Mhm. So, würde ich sagen, dann haben wir das. Dann ist das wenigstens eine ordentliche Fläche, sag ich mal, und nicht so dahin gewurschtelt. Na, kann eigentlich auch ein bisschen langlaufen. Ich bin zufrieden. Alles klar, mein Lieben, das war's erstmal. Also wie gesagt, das war mal eine Runde Unity, eigenes Spiel erstellen mit Unity. Wie gesagt, haben ja einige von euch immer mal nachgefragt, ob wir sowas machen können. Wie gesagt, so zwischendurch werde ich das immer mal reinschmeißen bei uns hier bei Twitch. Einfach weil es mir immer mal wieder Spaß macht, so ein bisschen rumzubasteln, mir was auszudenken. Ja, wie jetzt halt dieses Kampfsystem, das hatten wir am ersten Stream mal angefangen gehabt. Könnt ihr ja gucken hier bei mir auf dem Kanal. Das ist ja noch verfügbar. Wie gesagt, da fing das Ganze an.
Und ja, jetzt sieht es schon ein bisschen besser aus. Mal gucken, wo das hingeht, die Reise, bin ich gespannt. Alles klar. Ja, dann war es das auch erstmal für heute mit Stream. Wir sehen uns morgen wieder. Ich bin raus. Ciao.